Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. So, hier rumpelt's im Karton. Warum auch immer der jetzt gerade hier lang fährt, das ist eigentlich gar nicht sein Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber das macht er halt jetzt. Kann er ja auch, kommt er alles wieder zurück. So, hier fährt auch schon einer. Die treffen sich halt jetzt ab und zu. Manche fahren halt ein bisschen durcheinander. Alter Schwede. Plastik Exodus 2600. Ja gut, zum Glück haben wir hier ein paar Freunde, die das können. Wobei die das gar nicht können. Was fahren denn die da? Die fahren auch nur 30. Habe ich die Falschen da drauf gepackt? Welche sind denn das? Die lilanen. Die da hier. Da sind die Großen. Die schaffen wir wegen mehr. Ja, lass sie arbeiten. Ich bin ja froh drum, wenn sie irgendwas machen. Liniennutzung, ja. Theoretisch könnten sie auch produzieren, tun es aber praktisch irgendwie nicht, oder? Machen die das? Ja, lassen wir es mal arbeiten. Ja, hier ist das halt extrem geil gerade. Ich stehe auf sowas. Natürlich nutzen wir es noch nicht ansatzweise so, wie ich das mir mal später vorstelle. Aber im Augenblick ist schon ganz gut. Meine Lieben, noch eine Kleinigkeit an der Stelle. Wollte ich euch die ganze Zeit schon sagen. Schon seit den letzten zwei Folgen. Ich habe tatsächlich schon eine E-Mail von den Entwicklern bekommen, aber ich sage noch nichts dazu. Und ja, da wird interessant. Da wird interessant für uns alle. Und wenn natürlich Transport Fever 2 dann rauskommen mag, wann auch immer das fertig dann sein wird, dann wird es toll, weil dann werden wir das auf jeden Fall hier mega hart anspielen. Wir werden wahrscheinlich sogar zwei Projekte machen. Das ist so vermutlich mein Konzept, also zwei Projekte fahren, dass einmal die Kampagne kommt und einmal ein Sandbox-Game, das dann täglich kommt auf jeden Fall und auch vielleicht sogar, wenn ich es hinbekomme, dass das täglich am Anfang dann mehr Folgen auf einmal hinterher kommen. Das werden wir aber sehen. Also es wird auf jeden Fall an dem Tag, wo Transport Fever released, werde ich wahrscheinlich auch releasen dürfen, meine Videos. Und dann haue ich euch, Alter. Dann baller ich euch einfach zu, als gäbe es kein Morgen mehr. Machen wir das so? Ist ein Deal? Ich denke mal, die meisten werden schreien, nein, bitte nichts mehr. Bitte tu's nicht. Ich will das nicht. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, ja. Viele werden das sagen, ganz bestimmt. Ah, oh, schönes Foto. Der ist auch cool, ha? Ich mag die... Diese Models sind so geil gemacht. So geil gemacht. Und auch innen drin super schön animiert. Schaut alles... Es schaut halt alles auch gut aus, selbst... An so Feuerlöscher ist gedacht worden bei dem Model. Das ist so geil. Auf solche Details stehe ich halt total. So, der ist jetzt auch mal richtig lang hier am Start. Fährt hinten gerade erst raus. Wenn er natürlich knallevoll ist, bewegt sich dieses Ding wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Schlechte Leistungsbewertung, ja, denke ich mir. Kann sein, dass wir sogar noch mehr Traktion brauchen oder nochmal umbauen müssen. Vielleicht nehmen wir auch wirklich die Traktion dann raus und machen was anderes drauf. Ich weiß noch nicht. Momentan ist noch nichts erforderlich, wird aber noch. Wie gesagt, die haben ja alle gerade die Produktion hier komplett eingestellt. So, hier ist gerade einer rausgefahren. Was hatten die dabei? 444. Ja, manchmal machen die auch Gewinn. Das ist schon mal ein guter Anfang, weil wenn die mal beladen Gewinn machen, dann heißt der in der Regel auch, dass es dann tatsächlich funktionieren kann. Und wenn die jetzt alle leer fahren, meine Güte, dann ist es halt so. Der lädt Brötchen. Der lädt ab. Wo liegen denn die Dinger? Auf der Bretterlinie. Wo ist denn der Bretterzug? Was stimmt denn mit dem nicht? Muss doch auch irgendwo kommen. Ich meine, der Bretterzug ist jetzt nicht so ganz geil, ne? Das ist die Brötchenlinie. Hängt der hinten noch? Das ist auch eine Brötchenlinie. Du musst doch hier irgendwo hier hinten rumdübeln. Wo ist der Zug? Hier ist der. Der ist schon da gerade. Ach, das war der. Okay. Alter Schwede, 728 Bretter hat er am Start. Wo will denn der damit hin?
Also jetzt mal eine ernsthafte Frage, ne? Also, wo will der mit dem ganzen Gedönse hin? Oh, ein schönes Foto. Ja, wenn die voll sind, dann hauen die da teilweise schon echt Gewicht drauf. Und dann kommst du mit einer Doppeltraktion schon fast nicht mehr nach. Also wenn der voll ist, will ich nicht wissen, wie schnell der anfährt. Momentan noch kein Problem, aber wenn die Fabrik richtig loslegt, könnte es sein, dass es eskaliert. Wie gesagt, dazu müsste der aber halt mal produzieren. 3000er Potenzial. Sehen tun wir davon noch nicht viel. Angeschlossen, am Netz hängt's aber, okay. Er könnte nicht nur, er macht halt nicht. Wahrscheinlich wartet er, bis diese... Ah doch, jetzt macht er, jetzt produziert er. Nein, er lädt ab 28.000 Brötchen aus der Fabrik. Ja, gut soll er machen. Das ist so doof, ne? Das ist so blöd, dass das so echt ein Problem darstellt. Die kommen sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr ins Gehege. Die fahren schön querläufig. Der eine ist hinten raus, der andere ist vorne raus. Und die können sich genau in der Mitte treffen. Das gefällt mir echt gut. Na, wie gesagt, dass der Zug halt hier so rumdübelt. Ist, ja gut, der fährt 80, ne? Ist okay. Bis 120 kann er. Da ist natürlich noch Luft, aber der kann auch fast gerade durchfahren. Also der muss hier wahrscheinlich gar nicht bremsen. Wir verfolgen ihn mal. Lasst euch das oben mal offen für so eine Mitfahrt. Eine wollten wir ja immer machen. Also, machen wir noch eine Mitfahrt. Mit unserem Bretterplönzug. Warum nicht? Warum nicht? Meine Lieben, ihr könnt natürlich unter den Videokommentaren jederzeit vorschlagen, an welcher Stelle auf der Karte sollen wir als nächstes ran. Bitte schreibt da nicht alles rein, was ihr gerade ändern wollt, weil das einfach zu viel ist. Und dann schreibt ihr 10 Sachen und ärgert euch, weil 9 nicht gemacht werden. Weil ich halt meistens mich auf einen ganz speziellen Teil unseres Netzes konzentriere und den dann halt versucht, so optimal für mich wie möglich zu machen. Dass das vielleicht für euch nicht ganz optimal ist, ist mir auch klar. Aber so ist es halt. Und wir schauen halt, wie wir zusammenkommen. So ist mein Plan. Genau. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, geh mal wieder an den und den Ort. Ja, ihr kennt ja mittlerweile das Netz auch ganz gut. Ja, zum Beispiel, wenn ihr sagt, geh mal nach Plön und schau mal, was in Plön nicht richtig läuft. Dann mache ich das. Ja, ihr müsst es mir halt bloß sagen. Das ist halt so das Ding. Wo will denn der eigentlich hin? Ja, das ist so ein Ding zum Beispiel, ne? Warum fährt dieser Zug auf dem Rückweg hier durch? Könnte man jetzt mal hinterfragen, warum das so ist. Der muss an der... Der wechselt hier durch, weil er hier halten will, muss, soll. Kurzer Checker. Warum hält der nicht auf der 1? Warum fährt der dann hier so dämlich durch? Weil der könnte doch hier genauso durchfahren. Hä? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Der, warte mal, der kommt von der 2. Und dann fährt er hier vorbei. Und danach fährt er hier vorbei. Mach mir nicht schwach, Kumpel. Ich baue jetzt hier tatsächlich noch ein Ding hin. So, und dann machen wir das folgendermaßen. Dann kommt der von der 1. Bevor er hier irgendwo hinfährt, fährt er hier vorbei. Jetzt haben wir das Ding gelöst. Jetzt müssen wir aber das nächste Problem gleich lösen, weil ich das auch gerade sehe. Die Brötchen machen denselben Unsinn. Dann machen wir das auch so nochmal. Der kommt hier von der 3 und fährt zu 1 zurück. Ja, auch den können wir natürlich so lösen. Gehen wir natürlich auf, ne? Ich meine, dass das natürlich ein bisschen zu Stau führen kann. Okay, ist mir doch egal. Aber okay. So, jetzt haben wir das gelöst. Und dann fahren die nämlich nicht mehr so diesen Unsinn hier zusammen. Ach, wir wollten ja den Zug anschauen. Der lädt hier massiv Holzbretter ab. Aber nicht nur ein bisschen, sondern hardcore auf die Waren. Ja, natürlich. Ganz klar. Die sollen hier hochgeliefert werden und gehen nach Florstadt zur Verarbeitung. Der muss jetzt gerade Geld verdient haben, dass die Schwarte kracht.
Aber hier ist auch so geil Betrieb einfach. Ich mag das, wenn auf unserer Strecke einfach richtig was los ist. Wenn es da geht, weißt du, wenn es da läuft, dann ist geil. Dann ist richtig geil. Aber nur dann. Wenn nicht, dann nicht so. Gucken wir mal, wir haben jetzt ganz schön Geld ausgegeben, aber wir haben ja hier auch neue Fahrzeuge gekauft. 113 Millionen an der Stelle und jetzt ist Januar, also die 10 Millionen kriegen wir locker wieder rein, aber ganz, ganz locker. Und hier liegt auch noch viel Zeug rum. Jetzt wartet er auf freie Wege. Muss er natürlich, weil er jetzt nicht mehr rüberkommt. Weil der hier hängt. Muss ich den mal ganz kurz hier wegfahren lassen, sonst kommt der andere nicht raus. Und dann dürfen wir drehen. Ja, das sind so Startschwierigkeiten, wenn du ein Netz änderst. Hier fährt er am Lärmschutz lang. Auch schön, dass wir den jetzt mal sehen. Auch in Aktion. Können wir da eigentlich aus der Ego fahren? Nee, noch nicht, ne? Nee. Weil das hier auch cool aussieht. Da huckelt es manchmal bei den Straßen, okay. Hier sehen wir die alte Strecke, Personenzugstrecke. Auch eine schöne Sache. Wow, 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 hier ist völlige Eskalation. Da kommt auch tatsächlich einer. Hier. Schön. Schön im Zwergenrot. Schauen wir mal hier raus. Da kommen wir sauber rein. Guckelt ein bisschen, da war die Strecke gerade ein bisschen kaputt. Hier schön auf die Skyline von der wunderhübschen Stadt Plön hinzugefahren. Mit ein ganz paar wenigen Ressourcen an Bord. Aber immerhin. Und hier werden auch wieder massig Bretter. 2000 Bretter liegen hier. Zum Glück können wir 1000 davon easy, locker, flockig mitnehmen. Das muss er auch mit. Ja. Wir werden mal ganz kurz gucken. Hier wird er gerade abgeladen. Ja, ihr seht das hier. Die ersten Teile sind schon runter. Kommt wieder ein Personenzug. Ja, der ist nicht so beladen. Macht gerade ein bisschen Minus. Kriegen wir aber bestimmt noch hin. Das ist ja eine Sache hier, ne? Da muss manchmal mal ein bisschen überprüft werden. Wobei hier tatsächlich der Plön-Bus das Problem ist. Wobei ich glaube, den haben wir letztens erst geupdatet. Ich glaube, das ist der hier, ja. Der muss halt viel mehr Leute eigentlich theoretisch aufnehmen. Ich bin am überlegen, ob wir hier nicht auf eine Tram upgraden sollen. 49. Könnten wir hier irgendwas machen, was das Ganze noch um, ich sag jetzt mal, kostengünstig hochtreibt. 132.000 kostet uns der Bus. Ein bisschen teurer, aber mit mehr Leuten würde mir gefallen. Nehmen wir mal als Referenzbus einher. 73. Könnte man schön aufbohren. Den Zukunftsbus haben wir ja auch noch, ne? Weil der ist schon richtig viel teurer. Machen wir mal den hier drauf. Machen wir den mal drauf. Mal gucken. Müsste eigentlich der Bus gleich, dann, oder zumindest einer der nächsten, müsste das gleich abnehmen. Schauen wir mal schnell, der düst hier los. Also Düsen mit 38 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So, aber hier ist nämlich relativ viel los. Hier steht aber immer mal jemand. Wobei, das sollten jetzt die neuen Busse dann tatsächlich auch locker in den Griff bekommen. Hier ist schon neuer. 71 kann der. Und hier sehen wir halt 60 Leute stehen. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn so ein Zug halb leer ankommt, ja, dann musst du dem erstmal ein bisschen Feuer unterm Hinter machen. Und wenn der dann läuft, ja, dann ist okay. Das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz bedacht. Das hier noch der Öler drauf kommt. Deswegen habe ich die auch da drüber laufen lassen. Wir könnten überlegen, wobei das ist eine doofe Überlegung. Wobei die kommen sich gar nicht mal so ins Gehege. Die fahren so wenig getaktet, dass der Öler da eigentlich keinen Stress hat.
mal ganz kurz geguckt, wie viel hat denn der mitgenommen? 80. Ja, sagen wir mal, es ist schon mal besser gelaufen, ne? Wie viel hat der in der Produktion? 1,7, das hat man auch schon schöner. Hier wird auch gerade gut abgeladen, das Plastik. Das liegt natürlich hier gerade zu Tode. Da sollte man eigentlich fast mal ein bisschen mehr machen. Aber die Schiffe kriegen da auch gar nicht mehr hin. Nur hier kommen gerade Tiere an. Der Rinder. Schauen wir mal schnell. Aber hier ist viel geladen. Also die, muss man sagen, diese Schiffe werden wahrscheinlich auch ganz gut Geld. Ja, die machen gut Geld. Wobei Schiffe ganz gut funktionieren. Also die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Wenn du die irgendwo halbwegs an so einen Knotenpunkt ransetzt, machen die eigentlich immer gut Gewinn. Natürlich ist das jetzt hier ein bisschen arg heavy, weil eigentlich müssten da 10 mal mehr Schiffe kommen. Aber gut. Dann, Freunde der Nacht, werden wir Folgendes machen. Wir werden hier, wir werden hier nochmal ein paar Straßenfahrzeuge draufpacken, weil da haben wir jetzt gerade einen Druck des Todes drauf. Und zwar geht es hauptsächlich um die Hafenlinie. Und jetzt machen wir Folgendes, ich mache mal kurz Pause, damit das uns nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Und zwar, ich nehme jetzt diese Fahrzeuge runter und setze teurere Fahrzeuge drauf. Das soll ein bisschen mehr Schwung hier drauf bringen. Hat den Hintergrund, wenn ich das jetzt so mache, ja, dann haben wir den grandiosen Vorteil, dass wir einmal nicht so viel Stress haben, weil die Fahrzeuge natürlich nicht so heftig getaktet kommen und dann auch nicht so lange warten müssen. Und wir die positiv großen Fahrzeuge tatsächlich halten können. Ja? Meine, die sind ja auch 54 Jahre alt, die dürfen auch in Rente gehen, die Jungs. Ja, finde ich auch ganz vernünftig so. Dann kaufen wir uns da halt richtig geile LKWs drauf, weil da ist so viel Druck auf der Linie, dass die gar nicht anders das Zeug wegbekommen. Und die könnten das ja wegschaffen. Wir schaffen natürlich dadurch neues Nadelöhr, wenn wir das so druckmäßig dann auf den Hafen bringen. Aber naja, irgendwo musst du halt mal ansetzen, um so einen Überdruck zu lösen. Der wird sich woanders anstauen, dann schauen wir uns den Teil auch noch an. So zumindest meine Idee jetzt gerade. So, hier haben wir ein bisschen was. Hier haben wir mehr. Die können halt richtig was mitnehmen, ne? Also jetzt machen wir mal hier noch alles so ein bisschen drauf. Hier ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen Diversität herrscht. Packen die auf die Linie drauf. Und dann sollten die jetzt natürlich auch dauerhaft gleich kommen. Die fahren jetzt alle durch, weil die wollen ja gar nichts mehr von der Linie. Aber die anderen kommen jetzt wahrscheinlich dann gleich mit Schmackes. Und hier sollte gar nicht mehr so viel Stress sein, weil hier ist nämlich ganz schön viel Verkehr dafür, dass die Linie eigentlich gar nicht so heavy ist. Ja. Jetzt kommen die natürlich von der Stadt raus. Das wird ein bisschen dauern. Die kommen hier jetzt gerade an. Da kommen schon die ersten, die Schenker-Dinger. Die sind auch ganz cool. Ich würde sagen, meine Lieben, das ist eine Sache, die können wir beim nächsten Mal uns anschauen. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein, lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch was. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.